HC-Fans, wir begrüßen euch hier aus Sonthofen. Wie ihr seht, haben wir hier ein wunderschönes Panorama. Wir befinden uns gerade in unserem Mannschaftshotel, haben heute schon wieder eine Einheit hinter uns gebracht. Und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, euch zwei unserer insgesamt 6 Neuzugänge etwas näher zu bringen. Wir fangen an mit Christoph, der hier rechts vor mir steht. Vielleicht willst du mal kurz was über deine Person sagen und dann ein, zwei Sätze, wie es dir hier im schönen Sonthofen bzw. davor im schönen Erlangen gefällt. Selbstverständlich, danke Nico. Ich bin neu hier seit dieser Saison, diesen Sommer, bin aus Leipzig gekommen, bin jetzt schon mehrere Wochen mit dem Team zusammen, fühle mich sehr wohl. Wir sind jetzt 24 Stunden am Tag zusammen, lernen uns alle kennen, haben viel Zeit, um die ein oder andere Eigenart des anderen kennenzulernen. Und ich bin sehr gespannt, was es hier alles so zu entdecken gibt. Vielen Dank. Dann Nico, darfst du weitermachen? Vielleicht auch ein, zwei Sätze zu dir, wie es dir hier gefällt, jetzt bei einem anderen fränkischen Club. Vielleicht kannst du mal ein paar, ich hoffe keine Parallelen, ein paar Unterschiede aufdecken, was denn hier besser ist als in Coburg. Ja, hallo, auch von mir. Danke Nico für die einleitenden Worte. Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Ich habe mich sehr gut aufgenommen gefühlt. Bin jetzt schon ein paar Tage mit der Mannschaft hier zusammen. Bis jetzt gibt es nichts, worüber man sich beschweren kann. Wir trainieren fleißig, trainieren hart. Ja, was mir hier besser gefällt, ist einfach ein bisschen mehr los in der Stadt. Ich fühle mich da einfach wohler. Bin Stadtkind, bin in der Stadt geboren. Ja, man kann einfach ein bisschen mehr machen. Schön gemütlich Kaffee trinken gehen. Machen noch viel neben dem Training miteinander. Alles sehr schön. Nächste Frage wieder an dich, Steini. Wir haben jetzt in den letzten Tagen feststellen dürfen müssen, dass du dich so ein bisschen in das Amt des Musikwartes reindrängst. Was bewegt dich dazu oder was qualifiziert dich dazu, da Tümi aus seiner langjährigen Erfahrung rauszureißen? Wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir so ein bisschen schlecht dabei, weil ich Tümi sehr mag, aber ich habe einfach einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Musikgeschmack und das alleine qualifiziert schon mehr als genug, denke ich, oder? Ja, wenn du das sagst. Klasse. Nächste Frage wieder an Nico. Da wir ja 4 Nikos in der Mannschaft haben, müssen wir deinen Spitznamen sowieso noch festlegen. Da kursieren ja auch schon die ein oder anderen Namen. Welcher dir am besten gefällt, werden wir noch sehen. Was uns aber alle viel mehr beschäftigt, was die Mannschaft wirklich auch die letzten Tage zu vielen Diskussionen bewogen hat, ist deine Position. Vielleicht kannst du da einfach mal aufklären, was du jetzt am liebsten spielst oder welche Spieler sich jetzt in Acht nehmen müssen vor dir. Ja, zu den Spitznamen erstmal. Ich werde euch da keinen vorgeben, waren immer unterschiedliche, die ich bis jetzt hatte, aber vielleicht könnte man dich auch einfach mit Lai ansprechen, das wäre einfacher an mich bei Nico lassen. Ansonsten ja zu meiner Position, ich fühle mich auf der Mitte wohl, ich fühle mich auf Rückraum links wohl, werde da spielen, wo der Trainer mich einsetzt, klar, wenn er mich überhaupt einsetzt, aber davon, das hoffe ich natürlich, dass ich mir Spielzeiten erarbeiten werde. Denke aber, dass es ja eher auf Rückraum Mitte erstmal geplant ist und ja, so sporadisch, wenn du und Andi vielleicht einen nicht so guten Tag erwischen solltest oder ich euch in der Abwehr, ihr in der Abwehr spielt und vielleicht im Angriff ein bisschen Entlastung braucht, dass ich dann auch mal auf Rückraum links auftauchen werde. Wunderbar, wie ihr seht, haben wir unglaublich eloquente und sympathische neue Spieler verpflichtet aus ganz Deutschland und später geht's weiter mit Teile und Andi Schröder, worauf wir drei uns jetzt schon sehr freuen und wir gehen jetzt zu unserem wohlverdienten Mittagstisch. Bis bald.